So, die nächste Map steht auf dem Programm. Bisher ist die Ausbeute in der Hero League eher dürftig und wir sind fast Picker. Das heißt, wir werden James, Rayner, Asmodan oder Genji spielen. Einen von diesen Helden werden wir, denke ich, bekommen. Wir schauen mal. James, Rayner. Letzten Partien allesamt verloren, weil viele Sachen einfach nicht funktioniert haben. Es waren durchaus Spiele, wo wir Möglichkeiten hatten, zu gewinnen, aber wir haben immer zu aggressiv agiert oder es wurde nicht die Backline protected, wie auch immer. Naja, manchmal gewinnst du eben und manchmal gewinnen eben die anderen. So ist das halt. Asmodan ist schon raus. Er kann ruhig was anderes bannen. Ich werde so oder so einen von den beiden Helden bekommen. James oder Genji, einer von beiden wird es sein. Keltuzad, das heißt, wir werden Genji oder James Rayner bekommen. Man lieber James Rayner. Dann werden sie jetzt wahrscheinlich Genji nehmen. Ineas wird wieder auferstehen. Greyman. Endlich. Und Alarak. Fängt es mir bombig an. Ich kämpfe bis zum letzten. Der Kreuzzug ruft. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Das Warten hat ein Ende. Was? Warum sagt er ihnen denn, dass er Smash gehen soll? Wir haben einen Leo. Oh Gott. Okay, das sind schon mehr absolute Hampelmänner, die ich hier habe. Alter Schwede. Alter Schwede. Grenzenloser Hass. Okay, ich hoffe, der Varian hat so ein bisschen Verstand, weil es ist nicht gerade sehr intelligent, hier auf Smash zu gehen. Naja. Double Frontline wäre hier ein bisschen effektiver. Natürlich Smash. Wir haben dann, da hätte der Leo wahrscheinlich nicht Leo picken sollen, aber wir gucken mal. Ass im Ärmel, lohnt sich das? Definitiv. Sie haben sich total eingeschossen, mich aus dem Spiel zu nehmen. Möge das Gemetzel beginnen. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht erwischt werde. Raiders.
sind ein paar Löcher. Zeigen wir es ihnen. Vorwärts. Na gut, ich geh mal mit der Lunara geht runter. Raiders, setz diesen Helden außer Gefecht. Eieiei. Kann ich leider nicht viel machen, außer auf die Minions warten. Das ist eine gute Idee, da gleich mal das Camp zu machen. Such dir ein Talent aus. Ich bin geblindet. Ich werde da nicht reingehen, solange der Varian auch nichts macht. Wir haben unsere Triglav-Protektoren für das Kampfgeschehen im Nexus angepasst. Machen Sie sich bereit für einen Feldtest. Na, ja, geht Tank. Ein Glück. Driglaf Terminal online. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, um den Mech zu steuern. Auf ins Gitter. Viel zu lange im Dingsbums geblieben. Im Fight. Der Varian. Das hat bestimmt wehgetan. Ich schätze, sowas kommt vor. Was muss, das muss. Such dir ein Talent aus. Alter Schild, aber das knapp. Da kommt ganz schön viel Schaden durch, mein lieber Herr Gesangswahn. Mal wieder XP-Rückstand. Hört sich gut
Der Feldtest hat begonnen. Greifen Sie den gegnerischen Protektor an und finden Sie heraus, wie viel Schaden seine Panzerung einstecken kann. Na, mit der Art von Sanitäter kann ich mich... Okay, offenbar wollen Sie keine XP farmen, dann werde ich... Ich hätte nicht erwartet, dass der Protektor derart zerlegt wird. Hier, das spricht mir eine deutliche Sprache. Auf ins Getümmel. Verpassen wir ihnen ein paar Löcher. Du kannst auf mich zählen. Glück gehabt, da kam gerade der Reger noch von der anderen Seite. Du hörst gar nichts spüren. Hört sich gut an. Ich muss da wahrscheinlich hoch. Pyrion. Das könnte gut. Der Alarak ist richtig gut. Die sind alle sehr, sehr gut. Dann merkt man wieder den krassen Unterschied. Wir haben heute mal wieder einen Tag erwischt, wo wir nichts auf die Reihe bekommen. Erstaunlicherweise haben wir den Kill nicht an Dingsbums bekommen. Wird das entstübt, hat einfach die Lunara. Ja. Das Team. Die sind einfach so viel besser als wir. Die wissen ganz genau, wann sie engagen müssen. Die wissen ganz genau, wann sie den Stun setzen müssen. Ich habe die Johanna gerade gesehen. Schöner Stun von ihr. Und dann konnte ich mein Elan, wenn ich ihn aktivieren, ich wahrscheinlich vorher aktivieren müssen. Tja, so wird das nix. Kein Schaden auf unserer Seite. Ja, der Sairon war ein bisschen angepisst, dass er den Alarak nicht bekommen hat. Und dann gab es halt einen Random Pick. Oh Mann, ey. Naja. Versuche ein bisschen aggressiver reinzugehen. Ah,
die Tanks bleiben halt auch immer hinten. Ich kann da nicht einfach den Tank spielen. Ich stehe da wieder total auf out of position. Sie haben es mit einem feindlichen Protektor zu tun. Ich verpiss mich mal. Falls Sie dazu in der Lage sind. Was muss? Das muss. Wir haben deinen Fort verloren. Durchgeladen und entsichert. Also ich habe diese Woche, glaube ich, nicht großartig viel Glück mit meinen Teammates. Weil die sind halt einfach besser, das muss man dann auch mal eingestehen. Gegner-Team ist einfach unglaublich gut. Und das ist eben das, was ich meine. Es ist wie Hearthstone. Bei Hearthstone musst du Glück haben, dass du die richtigen Karten bekommst. Hier musst du Glück haben, dass du tatsächlich mal auf deiner Seite die guten Spieler hast. Und auch mal ein bisschen Glück, dass die Leute nicht pissig sind und richtig draften. Statt rumzuhaten, hätte er vielleicht mal im richtigen Moment picken sollen. Dann sieht er sich halt eine dumme Ausrede aus. Ja, das Ding sollte durch sein. Der Lilly-Pick bringt hier absolut nichts. Auch wenn Lilly relativ viel heilt, aber die haben einfach zu krassen Poke-Damage und wir haben nichts. Das ist also die Macht des Protektors in ihrem vollen Ausmaß. Beeindruckend. Macht sehr wenig Schaden, aber auch weil ich nichts machen kann. Der Alarak ist monstermäßig gefährlich. Der an Schaden rausbombert ist nicht mal ganz normal. Ganz, ganz miserables Spiel. Aber hey, wen kümmert's? Ist halt einfach so. Es ist nur ein Glücksspiel. Mehr ist es nicht. Es ist nie, hat nichts mit Köln zu tun. Es ist einfach ein verdammtes Glücksspiel. Nara ist wieder tot, so wie es aussieht. Beide Tanks wieder tot. Das war mein Lieblingsvor, ihr Penner. Du kannst auf mich zählen. Ich mache ein Zugriffsterminal bereit. Du kannst auf mich zählen. Oh, unsere letzte Chance, jetzt irgendwas zu reißen. Können wir Level 16 erreichen und dann mal gucken, was passiert. Kontrollieren Sie es und Sie können den Protektor steuern. Ja, die spielen halt wieder massig mäßig auf Pop. Was muss, das muss. Du wirst gar nichts.
Banner viel zu spät. Oder zu früh, je nachdem. Ja, das ist unser. Wir müssen da fighten. Ja, die Tanks müssen vorgehen. Nicht die Lunara. Aber offenbar wollen wir es nicht machen. Dass wir lassen den auch wieder durchgehen. Ich meine, wir können es eigentlich machen, wir sind 16 gegen 19. Klar, es wird schwierig, aber das ist unsere einzige Möglichkeit, da nochmal reinzugehen. Weil Varian zieht sich zurück und hat keinen Bock drauf. Er will lieber die XP holen. Also ob wir jetzt nach dem Protector sterben oder das Spiel abgeben oder wenn wir da reingehen und fighten, das macht eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, in beiden Sachen werden wir jetzt verlieren. Jetzt haben wir natürlich den einzigen Nachteil, dass sie gleich Level 20 sind. Das ist natürlich mega dämlich. Sie sind hinter unserer Zitadelle her. Unsere Festung hat sich gerade verabschiedet. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Das Ding ist durch. Hohoho. Der Alarak spielt richtig gut. Kann man mal nicht sagen. Ja, verdient verloren. Auch diese Runde geht ans Gegnerteam. Ich habe momentan einfach nicht das Glück. Es sind zu viele Misplays. Und solange das irgendwie dabei ist, kannst du es eigentlich vergessen. Das ist schwierig. Sehr guter Alarak, hat er sehr gut gespielt. Ja, bei uns hat überhaupt nichts funktioniert. Wir müssen, glaube ich, umdenken, um auf der Map einfach ein bisschen mehr Poke mitnehmen. Das hatten wir überhaupt nicht. So geht's halt wieder in die Goldliga. Ich habe überhaupt nichts gebacken bekommen. Der Alarak war saumäßig gefährlich. Sobald er mich irgendwie gecatcht hatte, konnte ich schon nichts mehr machen. Ich musste sehr, sehr passiv spielen, defensiv orientiert spielen. Konnte nicht reingehen und immer so hart wie möglich auto-tacken. Weil der Alarak, wenn er mich einmal holt, mit dem Silence bin ich tot. Das ist definitiv klar. Wenn ein Gegnerteam drinne stehe, ist es halt schwierig. Der hat das Spiel für das Gegnerteam gewonnen. Guter Alarak, hat er sehr gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Sehr stark von ihm. Ich wünschte mal, mein Gegnerteam würde sich auf die Targets fokussieren, die ich dann mal stunne oder so. Wenn ich tank oder irgendwas spiele, was routert, ist leider nie der Fall. Die haben es sehr gut gemacht, wenn der Alarak was geholt hatte, sich was raus telekinesiert hat und dann gesilenced hat, ist immer das Target gestorben. So gut wie immer. Mal gut drauf gefokust. Aber von uns war das wieder so grottenschlecht in jedem Belang. Wir haben 0 XP-Farm gehabt, das war auch so ein großes Problem. Der Leo hat es immer ein bisschen versucht, aber hat es nicht durchgezogen. Der Leo hatte wieder 0 Value. Die Lunara, naja, der Siron hat gut Schaden gemacht hinten raus, aber das war nicht gut genug. Er hat keinen Finisher gehabt. Ich bin immer geblindet gewesen, ist einfach sehr, sehr gut gedraftet gewesen auf der Gegnerseite. Und wir haben das Spiel verdient verloren. Gar keine Frage. Na gut. Sehen wir uns demnächst mal wieder. Tschö.